Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 158. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir auch heute zu dir kommen können und dass wir etwas lernen dürfen über den Plan der Erlösung. Danke, dass Jesus für uns Schande und Schmach auf sich genommen hat, damit wir erlöst werden dürfen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 6 bei den Vorschriften für diejenigen, die ein Gelübde abgelegt haben, Naziräer zu sein. In Vers 20 heißt es, und der Priester soll sie als Webopfer vor dem Herrn weben. Das ist als heilig für den Priester bestimmt, samt der Brust des Webopfers und dem Schenkel des Hebopfers. Danach darf der Naziräer Wein trinken. Das ist das Gesetz für den Naziräer, der ein Gelübde ablegt. Und das Opfer, das er dem Herrn für seine Weihe darbringen soll, außer dem, was seine Hand sonst aufbringen kann, wie er es gelobt hat, so soll er handeln nach dem Gesetz seiner Weihe. Und der Herr redete zu Mose und sprach, redet zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ihr könnt in Psalm 4 einen ganz ähnlichen Vers finden, wo gezeigt wird, dass das Angesicht Gottes über uns aufleuchtet, so wir Gutes in unserem Leben erfahren können. Gott möchte, dass wir gesegnet werden. Und es ist der Priester, unser hoher Priester Jesus Christus, der unser Leben, der dein Leben und mein Leben über alle Maßen segnen möchte, uns Frieden schenken möchte in unser Herz, Frieden mit Gott. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Wir lesen Offenbarung 14, Vers 1 von den 144.000, dass sie den Namen Gottes an der Stirn haben. Es ist sein Segen, der uns versiegelt. Und deswegen lohnt es sich, diesen priesterlichen Segen nachzudenken, Jesus als unseren Hohepriester anzunehmen, dass wir durch seinen Dienst so gesegnet werden, dass Gottes Name auf uns gelegt werden kann. Und es geschah am Tag. Als Mose die Errichtung der Wohnung vollendet und sie samt allen ihren Geräten gesalbt und geheiligt hatte, auch den Altar samt allen seinen Geräten, als er sie nun gesalbt und geheiligt hatte, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter ihrer Vaterhäuser, jene Stammesfürsten, die der Musterung vorstanden, also die Musterung, die wir am Anfang des Buches, den ersten, ersten Kapitel gesehen haben, und sie brachten ihre Opfergaben vor den Herrn, sechs überdeckte Wagen und zwölf Rinder, je einen Wagen von zwei Fürsten, und je ein Rind von jedem die brachten sie vor der wohnung da und der herr redete zu mose und sprach nimm sie von ihnen an sie sollen zur verrichtung des dienstes an der stiftzute verwendet werden und gib sie den leviten jedem entsprechend seinem dienst in den meisten fällen sehen wir dass gott sagt es soll so und so getan werden das und das ist vorgeschrieben aber hier sehen wir eine opfergabe die offensichtlich die Fürsten sich ganz alleine ausgedacht haben, die mitgedacht haben und gesagt haben, wir könnten hier vielleicht etwas beitragen, damit der Dienst der Leviten einfacher ist, dass sie eine Erleichterung haben in ihrem Dienst. Indem wir etwas abgeben, etwas ihnen schenken, kann ihr Dienst besser gemacht werden. Gott freut sich über Menschen, die selbst mitdenken, die nicht einfach nur Dienst nach Vorschrift in der Gemeinde machen, sondern sie fragen, wie sie mit ihren Gaben und Fähigkeiten den Dienst auch von anderen in der Gemeinde erleichtern können und verbessern können. Und Mose nahm die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten. Zwei Wagen und vier Rinder gab er den Söhnen Gersons entsprechend ihrem Dienst. Und vier Wagen und acht Rinder gab er den Söhnen Meraris entsprechend ihrem Dienst unter der Aufsicht Ithamas des Sohnes Aarons des Priesters. Aber den Söhnen Kahats gab er nichts, weil sie den Dienst des Heiligtums auf sich hatten und auf ihren Schultern tragen mussten. Das ist ein interessantes Prinzip. Gott lässt sehr viel Erleichterung auch im Werk zu. Und Technologie, damals waren halt Wagen und, 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 und Rinder die Technologie, die man hatte, um nicht alles selbst tragen zu müssen, ist hilfreich und wertvoll. Aber es gibt manche Dinge, so ganz besonders heilige Dinge, die können nicht einfach abgegeben werden. Deren Last muss getragen werden, egal welche Technologie zur Verfügung, zur Verfügung steht. Und der Dienst der Katheter, der hatte ja genau mit diesen... Gegenständen des Heiligtums zu tun. Das war der heiligste Dienst von allen diesen Diensten der Leviten. Und die Fürsten brachten das, was zur Einweihung des Altars dienen sollte, an dem Tag, als er gesalbt wurde, und die Fürsten brachten ihre Opfergabe da vor dem Altar. Und der Herr, der Herr aber sprach zu Mose: Jeder Fürst soll an de, dem für ihn bestimmten Tag seine Opfergabe zur Einweihung des Altars darbringen. Der nun seine Opfergabe am ersten Tag da brachte, war Nachschon der Sohn Aminadabs. Vom Stamm Judah. Wir haben gesehen, dass der Stamm Juda eine herausgehobene Stellung gehabt hat, und auch hier wird sie deutlich, indem der Fürst aus dem Stamm Juda als erstes am ersten Tag opfern darf. Seine Opfergabe aber war eine silberne Schüssel, 130 schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer, eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk, ein Jungstier, ein Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Witter, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe nach Shons des Sohnes Aminadabs. Am zweiten Tag opferte Netaneel, der Sohn Zuas, der Fürst von Isachar. Er brachte als seine Opfergabe da eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Sprengbecken, 70 Schekel schwer nach dem Schekel des Heiligtums, beide voll Feinmehl mit Öl gemengt als Speisopfer. Eine goldene Schale, zehn Schägel schwer, voll Räucherwerk und einen Jungstier, einen Witter, ein einjähriges Lamm als Brandopfer, einen Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer zwei Rinder, fünf Witter, fünf Böcke und fünf einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nethanaels, des Sohnes Zuas. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind so sehr auf deinen Segen angewiesen, dass dein Name auf uns gelegt werden kann herr segne uns so dass wir versiegelt werden können das ist unser gebet im namen jesu amen